Hallo, mein Name ist Claudia Zech und ich habe an der Technischen Universität Dresden im Jahr 2009 bis 2014 Physik studiert. Danach habe ich meine Doktorarbeit in Physik am Synchrotronspeicherring BESSI 2 in Berlin gemacht und vor anderthalb Jahren bin ich dann in die Unternehmensberatung gegangen. Ich habe mich für ein Studium an der TU Dresden entschieden, weil ich beim Tag der offenen Tür war. Ich habe mir hier die Uni angeschaut, die Informationen zum Physikstudium eingeholt und das hat mir alles sehr gut gefallen. Sowohl wie das Studium aufgebaut ist, aber auch so das Bauchgefühl, der erste Eindruck. Und außerdem kannte ich auch schon Dresden ein bisschen als Stadt und die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch von meinem Heimatort ist Dresden nicht allzu weit entfernt. Den heutigen Studienanfängern würde ich empfehlen, dass sie einfach das machen, wofür sie sich interessieren und wo sie denken, dass sie da dranbleiben können und auch eine Leidenschaft haben. Was macht dir Spaß? Wo kannst du dort mehrere Stunden am Tag dich reinfuchsen, reindenken, in die Bibliothek gehen und Bücher holen? Und das ist dann meistens das, was man studieren sollte. Was ich auch empfehlen kann, ist, dass man wirklich, wenn man studiert, die Ablenkungen so weit wie möglich gering hält. Ich würde empfehlen, in der Vorlesung wirklich präsent zu sein, denn dann ist schon die halbe Miete gemacht. Und nicht verzweifeln, wenn man mal einige Tage, Wochen oder gar Monate nichts versteht. Das war bei mir nämlich auch so und das heißt nicht, dass du nicht fürs Studium geeignet bist, sondern durchziehen, dranbleiben und vor allen Dingen auch eine Lerngruppe suchen. Mein Lieblingsort an der TU Dresden war tatsächlich die Bibliothek, die SLUB. Ich mag total das Flair in der SLUB und vor allen Dingen, wir haben uns dort mit unserer Lerngruppe getroffen. Im Eingangsbereich darf man auch leise sprechen. Dort haben wir zusammengetragen, wer hat schon was verstanden, wer hat etwas noch nicht verstanden und gemeinsam haben wir uns dann dort den Stoff erarbeitet. Woran ich mich besonders gerne erinnere, wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, ist tatsächlich die Studienfahrt zum CERN. Wir durften dort wirklich den Teilchenbeschleuniger uns angucken, hatten einen Rundgang und waren mit unseren Kommilitonen zusammen und daran erinnere ich mich sehr gern zurück.